Ja Leute, was geht? Heute spielen wir Heidensieg in einer der größten Wasserparks der Schweiz. Damn. Da links hin. Wir gehen da nachher an und als Abfahrt. Jo, wir sind jetzt im Alpha Mare, wir sehen uns jetzt um. Und Herr, Kleiderkabine ist da unten, aber wie kommen wir jetzt hier unten? Ah ne, das Damen, Bro. Das ist voll eng, Digga. Ja, nee, aber ist das ich. Ist Dame oder was? Ja. Auf jeden Fall ziehen wir uns jetzt um und wir sehen uns im Bad drin. Let's go. Yo! Hey, YouTube! Wir gehen jetzt ins kalte Wasser rein. Hm. Ich guess wie Eisbaden oder so. Das ist crazy, Alter. Alle rein, alle rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fit von 1 bis 10. Digga, schon fresh, oder? Ja! Ihr habt alle 5 Minuten Zeit, um euch zu verstecken und dann komme ich und suche ich euch. Okay, let's go. 3, 2, let's go. Bye, bye. Wie komme ich hier Ufe? Ja, geh mal. Geh mal, geh mal einfach da Ufe. Das ist der Beste, vertrau mir. Okay, wir bauen das um. Wir stecken uns einfach hier am Rand. Zwei Minuten, dann geht's los. Ich bin hyped. Okay, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich kann da zwischen der Bahn irgendwo reingehen. Digga, ist so lustig. Ich habe aber jemanden gefunden, der sich versteckt hat. Geh weg jetzt! Geh weg, verpiss dich, Alter! Nein, verpiss dich, Alter! Ich schwör's dir, ich hab alles gute Versteck! Das ist die Heidensieg, aber Kaffee muss schon sein, oder? Oh nein, geh mal schuhe. Kann man das aufmachen? Einfach los, Place entdeckt. Bist du da? Einfach nur trainieren. Seid ehrlich? Mein Ziel ist Zweiter. Zweiter oder Dritter. Ich hab nicht das Beste versteckt. Wir verstecken uns so. Hala Madrid! Hala Madrid! Hala Madrid! Wir liegen jetzt wie NPCs, Mann. NPCs da. So, die Zeit ist abgelaufen. Wir gehen sie jetzt suchen. Let's go! Ich habe gesagt, man darf sich nur drin verstecken. Ja, draußen wäre es ein bisschen zu schwierig noch. Ja, wenn sie sich hier im Kinderbereich versteckt haben, dann crazy. Aber ich denke mal nicht, Digga, hä? Ich bin schon seit einer halben Ewigkeit am Bart, ich und der Steve. Das ist wirklich so über 10 Minuten und es kommt niemand. Also ich glaube, ich glaube, wir werden wirklich nicht entdeckt. Das ist unmöglich. Was sind die? Was muss die sich alle so gut versteckt haben? Der erste wurde gefunden. Scheiße. Ich habe gerade gedacht, ich habe vorhin aufgenommen und gedacht, hier hinten kommt safe niemand. Also, okay, aber ich habe, Digga, die haben sich alle so gut versteckt. Ich weiß nicht, wo die sind. Du weißt, wo man ist. Aber kannst du nicht sagen. Ist das ehrlich? Ich glaube, wir sind nicht schlecht. Ich glaube, wir sind echt nicht schlecht. A few moments later. Bin ich der Erste? Oh Mann, Digga! Ey, das war nicht schlecht! Wo sind die anderen? Keine Ahnung. Ach, Digga! Auf jeden Fall, der Zweite wurde gefunden. Ich hab mir voll Mühe gegeben. Nummer 3 und 4 gefunden. Benno, Steve und Joel. Ja, wo sind die? Ich
wirst du mich nie finden, Leischer. Nie. Das beste Versteck. Wir haben uns alle gesucht, niemand hat uns gefunden. Der Mike, der Max, der Tenzin, der Leischer, alle sind schon lange gefunden worden. Wir haben so ein geiles Versteck, aber niemand findet uns. Das haben wir uns einen Tipp gegeben, dass sie uns findet und sie findet uns immer noch nicht. So, also offensichtlich hat mich niemand gefunden und wir haben gewonnen. Wir haben sogar mit Tipps und alles. Das Ding ist, ja. Ich habe gedacht, Jim, aber da hinten darf man eben, glaube ich, gar nicht. Ja doch, wir dürfen rein. Bist du dir ganz sicher? Ja. Jetzt hätten wir gesagt, man darf nicht rein. Ja, ich bin trotzdem reingegangen. Okay. Also jetzt weiß ich Gewinner. Was sagt ihr dazu? Ja, einfach, wenn ihr was erreichen wollt, macht es, auch wenn es schwer ist, geht irgendwo rein und dann schafft ihr alles. Number one. Auf jeden Fall sind wir jetzt gerade fertig geworden. Wir haben alles gefilmt. Ich habe zwei nicht gefunden, das hat mich ein bisschen aufgeregt. Aber wir haben fast alle gefunden. Das ist ziemlich crazy gewesen. Ja. Wo gehen wir hin? Wir gehen nach Hobrechtekon und verschenken einen Roller. Die verschenkt jetzt einen Roller. Ich muss den fahren. Das wird ein spaßiges Ding. Ich bin halt noch nie so einen Roller gefahren, deswegen let's see how it works will be. Okay, wir gehen jetzt Shopping Tivoli, das ist das größte Einkaufszentrum der Schweiz. Schreibt in die Kommentare, wo gibt es das größte Einkaufszentrum in Deutschland? Wir kommen vorbei. Ah, ne, ist so eher so 80er Jahre. Ne? Nein, das ist 07. Ja, keine Ahnung. Ich kenne das nicht. Ich habe gerne so Lackschuhe so. Also nicht diese Farbe, aber so wie die. Ich habe gerne so Lack. Jetzt gehen wir essen. Jetzt sagen wir euch einen so okay Döner. Der ist nicht der krasse Döner, aber ist okay. Okay Döner. So, wir waren jetzt im Shopping Tivoli. Wir machen jetzt noch kurz einen Videodreh. Spontan, montan. Ah. Und dann gehen wir ab nach Hause, weil ich bin echt kaputt. Habe ich auseinandergenommen. Sind es geht hier in Sweden Drinks und haben uns eine Challenge gemacht. Es hat sich eine Gruppierung gebildet von ganz vielen Leuten. Es kam ein Grid, um uns das aufzuweisen, was für Leute. Crazy. Kannst du mir kurz alles zeigen, was du mitgenommen hast? Ja. Cookies. Diese komischen Teile. Skittles. Und ja, okay. Center Shops. Was war so deine Strategie? Nehmen was. Einfach alles nehmen, was mir gerade in den Sinn kommt. Ready! So, das war's mit dem Tag. Ich gehe jetzt nach Hause. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Es war ein sehr geiles Ding. Schreibt in die Kommentare, wo soll Elijah als nächstes hingehen? Soll einen Vlog machen. Ciao, ciao. Tschüss.